Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Der Herbst ist für mich eine der schönsten Jahreszeiten für Buschkrafter und natürlich für Jäger. Ich bin heute auch draußen im Revier. Wir checken nochmal die Ansitzeinrichtungen. Bald sind die Drückjagden auf die Wildschweine und da müssen die Jagdeinrichtungen natürlich alle den Vorschriften entsprechen und sicher sein. Und wir schneiden dann auch nochmal das Gelände aus, dass man ein sicheres Schussfeld hat. Aber heute möchte ich euch mal noch was vorstellen. Und zwar habe ich von Stanley die Edelstahl-Feldflasche gekauft. Und das Teil möchte ich euch heute mal zeigen. Ich habe euch ja schon verschiedene Trinkflaschen vorgestellt in meinen Videos. Zum einen haben wir hier die Nalgene mit dem passenden Tatonka-Becher. Der Vorteil hier ist halt, hier, wie schon in den anderen Videos gezeigt, das passt genau da rein. Ja, die hat einen super Weithalsverschluss, ist auch aus Edelstahl. Also das ist eine sehr gute Kombination. Und den Klassiker, den habe ich ja auch auf den Videos immer wieder in Gebrauch und ich mag den auch echt, der ist irgendwie so auch cool, ja, und hat auch genug Fassungsvermögen. Und auch hier ist eben der Vorteil, hier diese Flasche, die passt eben genau auch wieder platzsparend da rein. Ja, das ist ja für uns Buschkrafter oder überhaupt, wenn man auf Tour ist, natürlich immer ein riesen Vorteil. Ja, und hier haben wir jetzt diese Edelstahlflasche von Stanley, die fasst auch einen Liter. Die hat, wird geliefert mit einem Tragegurt. Die sind dann hier befestigt und da liest man immer wieder lustigerweise in den Reviews, dass die Gürtel durchschneiden müssen. Also wenn man ein bisschen überlegt, dann hängt mir hier den Clip aus, dann kann ich den Gurt aushängen, fixiere den Clip wieder und dann brauche ich nichts zerschneiden. Also ein bisschen Köpfchen gehört manchmal auch dazu. Die Flasche ist, finde ich, auch super leicht, ja, und super verarbeitet, was man ja von Stanley auch kennt. Ich habe eine Thermoskanne, ich glaube, die habe ich schon 25 Jahre. Was bei der jetzt halt hier cool ist, das ist oben der Verschluss. Und zwar hat man hier einmal oben quasi so einen kleinen Trinkverschluss, der sich auch super wieder schließen lässt, der auch echt dicht ist. Und ich habe den Vorteil hier mit dem Kapphalter, dass das Ding eben auch nicht am Boden landet oder verloren geht. Ein weiterer Vorteil von der Flasche gegenüber anderen Feldflaschen ist auch der super große Verschluss. Also hier, das ist wesentlich breiter. Das heißt, hier habe ich den Vorteil, dass ich mit der Reinigungsbürste reinkommen. Ja, das ist vor allem wichtig, wenn man nicht nur Wasser einfüllt, sondern auch mal Säfte. Und ich habe es mal getestet, also Cola ist ja immer der beste Dichtigkeitstest, ja, weil da ein riesen Druck entsteht. Also selbst bei Cola ist die oben am Verschluss dicht. Ja, also das ist an sich ganz gut. Ja, das sind echt die Plus und eben auch die wiegt fast nichts. Also das ist auch super. Und von dem her gesehen habe ich die jetzt auch gern auf den Touren dabei und das hat sich auch bewährt. Jan Stanley selber hat in der Beschreibung und schreibt, dass die auch hier in die ganz normalen US Army Feldflaschen Bags da reinpassen. Das checken wir jetzt mal aus. Ja, und ihr seht, das stimmt wirklich, die passt da tatsächlich super rein. Also auch hier kann man die dann mit super sich umhängen. Kleiner Tipp gleich, hier, die hat ja hier immer so ein kleines Beutelchen in die Tasche. Da immer Mikro pur rein, wenn wir mal in den Bergen unterwegs sind oder so und man kocht nicht immer ab. Der, weiß ich, die Quelle oder der Gebirgsbach sieht gut aus, ja, dann trotzdem immer hier eine Mikro pur Tablette rein. Und denkt dran, kauft die 1 Liter Tabletten, ja, weil dann passt die Dosierung immer genau hier zur Feldflasche. Ich habe mal einen Kollegen gesehen, der hat so die größeren
Tabletten gehabt und der hat dann da so eine 5 Liter Tablette reingeschmissen, dem seine Tour war ziemlich zu Ende, weil der hat dann ziemlich Probleme mit der Verdauung gehabt. Also da auch dran denken. Ja, soweit sieht es eigentlich ganz gut aus und jetzt, liebe Firma Stanley, jetzt kommt leider für mich ein absolutes Manko. Vielleicht hätte er da mal mit Buschkraftern sprechen sollen, so wenige von uns gibt es ja da auch nicht und das sind ja letzten Endes die Kunden. Ihr kennt den Becher, ja, da passt ja die US-Feldflasche rein und ihr habt gesehen, die Stanley passt auch exakt in die Feldflaschen-Bag rein. Und jetzt die große Überraschung, hier passt nichts rein. Ja, leider ein großes Minus, ja, da hätte ich eigentlich erwartet, dass das da auch passt. Das wäre dann eine perfekte Lösung gewesen. So, die Flasche ist gut, ja, aber ich denke für den einen oder anderen, der halt hier auf so einen Becher steht und platzsparend packen möchte, ist das natürlich ein K.O.-Kriterium. Echt schade, das gibt natürlich Punkteabzug. Ja, so Edelfederstahlflaschen, die haben natürlich auch den Vorteil gegenüber Plastik oder Aluminium, dass sie eben garantiert nicht gesundheitsschädlich sind. Und der größte Vorteil für uns Buschkrafter ist natürlich der, dass wir hier direkt da drin das Wasser auch abkochen können. Hier sind auch dann die Ringe geschickt, da kann ich einfach eine Kette hinhängen und kann sie übers Feuer hängen. Ja. Und zum Beispiel, den kennt ihr ja auch, den Notkocher der Schweizer Armee. Egal, ob man jetzt hier den Kocher verwendet, wenn der auch leer ist, schmeißen nicht weg. Da kann man auch Teelicht reinlegen. Ja. Und dann habt ihr eben den Vorteil, dass er hier auch mit einem Teelicht, ja, ganz einfach hier euer Getränk heiß machen könnt oder ein Wasser aufkochen könnt. Ja. Das ist halt eine platzsparende und leichte Lösung. Ja. Und ich nehme das auch mit zur Drückjagd. Da kann man jetzt mit so einem Teelicht, der reicht es, um den Tee irgendwie Tee wieder aufzuwärmen, weil so eine Edelstahlflasche, die hält natürlich nicht so lange die Temperatur wie eine Thermosflasche, ist aber dafür natürlich um einiges leichter. Das Ding habe ich zum Beispiel bei der Bergjagd immer im Rucksack. Noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Mit den Handschuhen ist das auch immer so eine Sache, weil hier, wenn man sowas heiß macht, verbrennt man sich ja oft auch die Finger. Und habe ich verschiedene Handschuhe auch im Einsatz gehabt. Ganz schlecht sind zum Beispiel Handschuhe aus Synthetikmaterial, weil wenn die heiß werden, das ist mir schon passiert, dann klebt einem naja, das Plastik auf der Haut und das kann man dann schmerzhaft abziehen. Was mir super gut gefällt, das sind hier diese Retro Paratrooper Lederhandschuhe. Die gibt es im Militärstores im Internet. Ja, das ist quasi der Fallschirmspringer Handschuh der US-Armee, der Paratroopers aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die sind vom Leder her butterweich, lassen sich hier gut fixieren und haben einen super guten Grip, ja, also auch als Arbeitshandschuh perfekt und sind wirklich haltbar und sitzen super. Ja. Also das ist eine echte Empfehlung von mir, ja, wenn man Handschuhe sucht, dann legt euch die zu. Dann sieht es mit dem Kochen perfekt aus. Ja, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, war ein bisschen was Interessantes für euch dabei. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, euer Hans. Ciao.